Ja, Leute, es ist wieder soweit. Und zwar, wir öffnen ein neues Set. Um genau zu sein, wieder 2 Wochen früher, um genau zu sein, Maze of Memories. Erstmal ein Riesendank an Konami, dass wir das Ganze hier öffnen dürfen. Und dieses Set hat, bevor es überhaupt rauskam, bevor irgendwelche Karten bekannt waren, sehr viele Wellen geschlagen. Denn man wollte wissen, was hier drin ist. Ein paar Karten sind bekannt, aber nicht wirklich viele. Man wusste zum Beispiel, dass eine Baroness hier drin ist. Ja, mehr wusste man an sich erstmal so nicht. Aber, man sieht ja schon natürlich hier auf dem Bild, hier sind diverse Karten. Und die Community hat versucht, hier wirklich zu erraten aufgrund der Bilder, was kann hier drin sein? Das ist ein Avramax. Da müsste dann doch ein Avramax drin sein. Wie gesagt, ich kenne hier nur so 2, 3 Karten draus. Ich bin gespannt, was hier alles drin sein wird. Ich habe, wie gesagt, gar keine Ahnung, was hier drin sein wird. Und ich würde sagen, wir öffnen das Ganze. Schwupp. Und gucken einfach mal nach, was wir hier so Schönes drin haben. Für euch, wie immer, ich erwähne es lieber nochmal, weil manche Leute es nicht verstehen. Für euch ist wahrscheinlich der ganze Inhalt bereits bekannt. Für mich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und dementsprechend freue ich mich immer besonders. Oh, der ist immer verrutscht. Links oder rechts? Weiß ich nicht. So. Ui, ja. Das sieht gut aus. Also erstmal, sehr schön. Man sieht wirklich viele verschiedene. Ah ja, genau. Und hier sind Torwächterkarten drin. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Also ich bin wirklich gespannt, was hier halt eben drin sein wird. Und wir werden wahrscheinlich eine Menge lesen. Also wirklich wahrscheinlich eine Menge lesen. Labyrinthmauern. Denkt sich der ein oder andere, was soll das jetzt? Aber natürlich, an Torwächter angelehnt, passt das natürlich wieder thematisch. Ja, eine Rare. Ist, glaube ich, ein Rare-Set, genau. Mac Knight ist ja drin. Auch sehr, sehr nice. Mac Knight ist super. Gefällt mir sehr gut. Natürlich, ne? Die Torwächterkarten müssen ja drin sein. Finde ich immer interessant, dass das nur eine Rare ist. Hätte sein können, dass es eine höhere Rarität bekommen hat. Aber vielleicht gibt es das ja noch. Wir werden sehen. Überlastfusion passt auch, denn wir bekommen hier wahrscheinlich Cyberdrachenkarten zum Board. Schwarzflügel. Okay, Schwarzflügel. Ist mir jetzt neu, dass hier Schwarzflügelkarten sind. Photon, Orbital. Sehr gute Karte. Sehr gut, dass hier drin ist. Und Magiebuch des Schicksals. Allgemein, Magiebuch müssten hier noch ein paar drin sein. Und es sieht wirklich schön aus. Also, Karten gefallen mir wie immer sehr gut. So. Wir mussten noch nichts lesen, das finde ich sehr gut. Das heißt, ja, wir müssen hier halt noch nicht jede einzelne Karte lesen. Aber wir kommen jetzt hier. Labyrinthmauer Schatten. Ah, ne, da kommt Erinnerung auf jeden Fall hoch. Monster können nicht den Spielzug angreifen, indem sie beschworen werden. Außer Monster, der in Grundstufe 5 oder höher ist. Okay, kann natürlich nett sein, je nachdem. Weiter geht's. Angreifen noch nicht. Effekte nutzen wir natürlich noch stärker. Aber pro Spielzug, während deiner Main Phase, du kannst einer deiner Saga... Okay, die eben... genau, die... Torwächterteile, der verbannt ist oder sich in Hand oder dein Deck befindet, offen als permanente Zauber- oder Fallenkarte liegen. Am Beginn der Battle Phase deines Gegners, du kannst ein Monster mit weniger als 2600 wählen, dass dein Gegner kontrolliert, zerstöre es. Okay, das wird wohl die neue Mechanik sein. Also wir legen die Torwächterteile in die Zauber- und Fallenkartenzone. Das ist interessant, gefällt mir. Da muss ja bestimmt noch was kommen, was dich spezial beschwören kann, aber gefällt mir. Schwarzflügel Reprint und also, ich muss ja sagen, ne? Also, es sieht schon sehr, 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 sehr nice aus. Also, da kann man einfach nichts sagen. Sieht halt super gut aus. So, falls du ein Torwächtermonster kontrollierst. Klar, ich kontrolliere ständig Torwächtermonster. Wähle eine Karte auf dem Spielfeld, zerstöre sie. Nett. Ist ein Quick-Effekt, das ist schon mal nett. Während deiner Main-Phase, du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen. Okay, füge deine Hand einer deiner eben der Torwächterteile hinzu, der verbannt ist oder in deinem Deck befindet. Du kannst diesen Effekt von ihm nur einmal pro Spielzug verwenden. Ich finde, sieht ein bisschen aus wie eine Sprite-Karte. So ein bisschen hat es was davon. Und okay, Friedhofseffekt, stark. Man kommt damit schneller an die Teile. Ja, Torwächter auf dem Feld haben, schwierig, ne? Ist nicht so einfach. Kosten verringern, passt natürlich auch sehr gut. Ich muss alles lesen hier. Ah, das ist, ist das... Also es kommt ja ein neues Ritualmonster raus. Ich glaube, das ist die Karte dafür. Genau. Es gibt hier ein schwarzglänzender Soldat-Ritualmonster. Und das ist hier eine Ritualzauberkarte dafür. Du kannst zusätzlich Monster von deiner Hand ins Spielfeld zum Loot anbieten. Denn gemeinsam genau 8 entspricht. Genau ist immer schade, ist immer schöner, wenn es halt 8 oder mehr ist. Aber hier ist es genau 8. Okay. Entsprechend, während der Main Phase aus dem Spielzug, in dem diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, ärgerlich. Du kannst. Jetzt bin ich jetzt Zeitung verrutscht. Du kannst diese Karte, ein Lichtmonster oder ein Finstermonster von deinem Friedhof verbannen. Beschwöre ein schwarzglänzender Soldat, Ritualmonster, Spezialbeschwörung von deiner Hand. Ungeachtet seiner Beschwörungsbedingungen. Okay. Was? Okay, das, das ist gut. Das ist nice. Sehr nice. Und, Beute des Jiraigumo. Ey, es sind diese ganzen Labyrinthkarten. Ich feiere das übelst. Beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung als normales Monster in 6, Stufe 5, 1, 2, 100 in deiner Main-Monster-Zone in ihrer eigenen Spalte. Diese Karte wird zusätzlich weiterhin als Falle. Dein Gegner kann, dann kann dein Gegner ein Monster, das dein Gegner kontrolliert, in dieser Spalte dieser Karte zerstören. Oha!
Spalten wieder relevant. Gefällt mir immer. Gefällt mir sehr gut, wenn Karten das können. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen. Füge deine Hand ein. Du kannst damit auch die Torwächterkarten zoomen. Das ist gut. Das ist gar nicht so schlecht. Also, ist gar nicht so schlecht. Das ist gut. Oh, Rika Glanz als Ultra Rare. Ja, und Rika Glanz ist wohl einer. Ja, nice. Ist, glaube ich, auch hier drauf, oder? Ich glaube, das, wenn man es jetzt so genau sieht, ich glaube, Rika ist sogar auf dem Cover. Nice, gefällt mir. Hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Legen wir raus. Ja, Leute, ihr seht, es kann auch ein bisschen dauern. Wir müssen hier alles durchgehen. Wir müssen hier alles auf jeden Fall durchgehen. Das ist jedenfalls eine neue Karte. Es gibt Karten, die eben an den eigenen Animes angelehnt sind. Die kommen, glaube ich, aus... boah, Name fällt mir jetzt gar nicht ein. Aber ja, bei 5Ds Karte, die ist cool. Gehen wir weiter. Orbital. Oh, auch hier drin. Nett. Schwarzflügel. Da, wir haben den zweiten. Warte mal, ich habe den vorhin gar nicht. Chaosform und Utopia Aufstieg. Utopia bekommt ja auch eine neue Karte. Ist ganz nett, weil sie im Exit von Friedhof wiederholen kann. Das Besondere ist eigentlich, sie ist eine Utopia-Karte. Das kann halt relevant sein für die andere Karte. Und sie braucht nur zwei Level-4-Monster. Klar, ist normale Utopia-Monster auch, aber er hat halt eben noch mehr Effekt. Ist daher ganz nett. Ich lege mal eben nochmal raus hier. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da. So, wir kriegen den Torwächter zusammen. Bitte, bitte lass uns Torwächter ziehen. Ja, Torwächter müsste ja auch schon sein. Meine ich zumindest. Oh ja, nächste Karte. Engel der blauen Tränen. Und die Karte finde ich sehr, sehr interessant. Denn wähle ein offenes Monster auf dem Spielfeld, das dein Gegner kontrolliert. Sein Beherrscher erhält Schaden in Höhe der Anzahl der Karten in seiner Hand. Das heißt, erstmal ein bisschen Burn, ganz nett. Und falls Effektschaden hinzugefügt wird, außer Damage Step, du kannst diese Karte von dem Friedhof verbannen, setze eine normale Feindkarte direkt von deiner Hand oder deinem Deck. Falls sie von der Hand gesetzt wurde, darfst du diesen Spielzug aktivieren. Ist nett, aber natürlich, Tempel ist natürlich an sich besser. Muss man natürlich dann sagen. Antiker Feendrache, das ist schon mit, ja, das ist, dann muss doch, ne? Muss doch schon mit dem neuen Effekt sein. Dann kannst du an der Hand eine Spielversammlung mit unterschiedlichen Namen. Ja, das ist sie. Du kannst jeden Effekt von Antiker Feendrache auch noch einmal für den Zug nutzen. Da ist er doch. Antiker Feendrache. Welcome back. Also wirklich. Also finde ich super. Finde ich super. Freut mich. Und sage, da haben wir alle. Jetzt haben wir alle. Und, Torwächter. Donner und Wind. Neue Torwächter. Okay. Okay. Jetzt bin ich überfordert. Okay. Sage des Donners. Donner und Wind. Wird das wie VWXYZ jetzt? Und Kaizen Monster als Spezialschwung von der Extra Deck beschwören. Okay, indem du die aufgeführten Monster verbannst, die du kontrollierst. Okay, vom Spielfeld verbannen. Okay, ist, glaube ich, okay. Während deiner Mainphase, du kannst deine Hand einer Zauber- und Feindkarte, der oder die eben die Teile eben erwähnt, von deinem Deck hinzufügen. Du kannst diesen Effekt von Torwächter von Donner und Wind nur einmal pro Spielzug verwenden. Falls diese offene als spezialbeschworene Karte, die ein Besitzer kontrolliert, der oft durch den Karteneffekt deines Gegners verlässt, du kannst deine Verbannten Besitzer beschwören. Ah, der holt wieder. Okay, der Search, nett. Ja, okay, warte, das ist auch eine Torwächterkarte, ne? Ich habe noch gesagt hier, ja, wann schaffen wir es denn mal ein Torwächtermonster auf dem Feld zu haben? Torwächtermonster, ja, ist auch einer. Brauchst nur zwei statt drei. Ja, okay. Die Richtung, wo geht's hier hin? Was ist die Richtung? Anscheinend mit permanenten Zauber- und Feindkarten? Oh. Eisenmauer, gefällt mir. Flinker Angler, Sprite, you are welcome. Let's go, gefällt mir auch sehr gut. Schwarzflügel, hatten wir schon Donner und, Künstlerkumpel, Übergang nach Duelland. Ja, Leute, ich muss hier alles lesen, es tut mir einfach leid. Ein pro Spielzug am Beginn des Damage Step, falls ein Monster gegen ein Monster kämpft, du kannst diese Karte auf deine Hand zurückgeben und falls du dies tust, verbanne eine Zauberkarte von deinem Deck. Für jeden Kampf kann dein Monster nicht zerstört werden. Für jeden Kampf. Ah, ja. Zusätzlich hältst du keinen Kampf. Zusätzlich wird der Kampfschaden halbiert, den du hältst. Hätte auch machen können, dass du gar keinen Kampfschaden erhältst, aber okay. Okay, das war der Panel-Effekt. Scale 8 ist gar nicht mehr so schlecht. Hexer, Licht. Das sind gute Sachen erstmal. 1,8 ATK. Wenn diese Karte deinem Gegner Kampfschaden zufügt, du kannst deiner Hand einen obersten König, Drachenmonster, oberste König, Tormonster oder Seele des obersten König von deinem Deck hinzufügen. Ah, dafür ist das. Okay. Ja, was mit Kampfschaden? Wenn das Sample-Face. Aktiviert diesen Effekt. Jeder Spieler kann eine Zauberkarte von seinem Deck verbannen. Ah, pro Spielzug, wenn ein Monster einen Angriff deklariert. Aktiviert diesen Effekt. Der angreifende Spieler kann folgenden Effekt ausführen. Füge deine Hand an deiner verbannten Zauberkarte hinzu. Ja, schwierig. Rika, nice. Und Materialnetzwerk ist natürlich an Exit angelehnt. Aber wir warten auf die eben 5Ds-Karte. So, weiter geht's hier. Weiter geht's. Ja.
Das für die Exit-Liebhaber, ja, ist halt für Nummer-Card, ne? Ist natürlich klar. Nummer, Field Spell, nice. Ist nice. Schwarzflügel, hier sind. Infinity. Ewig Infernal, besser gesagt, Infinity, genau. Ewig Infernal, nice. Bekommen wir jetzt, sehr gut. Ist nicht schlecht. Im Master Duel ist die bereits erhalten und ich muss sagen, ist nice. Fürs Deck natürlich, ne? Und, Torwächter von Wasser und Donner. Die sehen echt, also Artwork? Sind cool, also gefällt mir. Okay, brauch eben natürlich die anderen. Muss das Spezialbeschwörung schon von deinem Extra-Deck beschworen werden, indem du oben aufgeführten Monster verbannst. Okay, die du kontrollierst. Ey, von Friedhof, es wäre so mächtig, wenn die vom Friedhof hätten. Wäre so strong. Alpokette, Schnelleffekt. Du kannst ein offenes Monster wählen, das dein Gegner kontrolliert. Ändere seine ATK bis zur Endphase des Spielzugs zu 0. Okay. Alpokette? Was? Einmal pro Kette? Okay, krass. Okay. Vielleicht kommt auch noch eine Einschränkung mit Once per Turn. Du kannst diese. Oh Gott, das ist so. Du kannst diesen Effekt von Torwächter nur zweimal pro Spiel zu verwenden. Ah, deswegen einmal pro Pakete. Okay, er kann zweimal ATK auf der Null machen. Das ist stark. Weiter geht's. Falls sich diese offene Karte. Du kannst wieder die Schätzhabe schwören. Okay, er hat quasi nur Lebenspunktveränderung. Da fand ich den anderen besser, weil mit den anderen konntest du halt einfach was zerstören. Was natürlich deutlich stärker ist. Aber gerade für die Battle Phase kann das sehr interessant werden. Ja, die feiere ich halt wirklich. Nochmal sagen: Überlassfusion. Rotäugige Seele. Ja, auch Rotäugige bekommt hier eine neue Karte. Er selber wird als rotäugiger schwarzer Drache behandelt, was natürlich sehr gut ist. Zusätzlich kannst du noch Schaden hinzufügen. Ist halt nice to have. Einfach halt eben. Um halt mehr im Namen zu haben. Er ist nur im Friedhof und auf dem Feld ein Rudolger. Also ist nett. Oh, heimtückische Falle ist hier auch drin. Und den haben wir jetzt schon gezogen. Da brauchen wir den nicht lesen. Na, guck mal. So kommen wir jetzt hier langsam voran. Wir brauchen jetzt hier nicht alles lesen. So. Himmel. Sehr gut. Ich will noch mehr. McKnights feiere ich. Da, McKnights feiere ich. Komm. Ich wollte gerade sagen, ich will noch mehr McKnights. Hier auch hier. Battle Royale Modus. Ist natürlich hier auch eben an Anime angelehnt. Und, super antike Tiefseekönig. Da weiß ich jetzt gar nicht warum, aber ey, nehmen wir mit, ne? Kommen hier noch neue Fischkarten raus? Ich meine, klar, in der Vergangenheit ist sehr viel Fisch-Support gekommen. Dementsprechend kann man es machen. Oh, Hulku-Wächter. Ey, es sieht sehr mächtig aus. Sehr mächtig. Also jetzt wirklich, also könnt ihr nicht erzählen, dass es nicht mächtig aussieht, oder? Also es sieht halt wirklich gut aus. Falls du weniger Lebenspunkte hast als dein Gegner, wähle ein Monster mit Torwächter in seinen Grundnamen. Okay. Das du kontrollierst. Halbiere die Lebenspunkte deines Gegners. Dann erhält. Was? Halbiere die Lebenspunkte deines Gegners? Okay. Dann erhält jenes Monster ATK in Höhe der Lebenspunkte deines Gegners. Bitte was? Du kannst diesen Effekt von. Du kannst dich gerade vom Friedhof verbannen. Füge deine Hand einer deiner. Okay, dann wieder die Teile hinzu. Der verbannt ist oder sich in deinem Deck befindet. Okay, krass. Also. Okay, jetzt ist natürlich. Wir rufen den, machen die ATK zu 0, machen das, hat der 6.550. Das ist krass. Mir fällt jetzt also auf, dass er 550 hat. Der hat aber 250. Hat das? Wie kommt das jetzt zustande? Ich muss mal gucken. Wo sind jetzt die Torwächterteile? Nee. Okay, ich weiß nicht, wo er 50 hat. Hat aber. Torwächter! Da ist er. Der ursprüngliche Rika, auch nett. Und. Schatten, Leichenfledderer des Labyrinths. Der Name ganz wild. Du kannst die Karte abwerfen, füge dann halt eine Labyrinth-Mauerkarte von Deck hinzu. Am Beginn des Endes, falls eine Monster des Gegners kämpft, solange du Labyrinth-Mauerkarte kontrollierst, du kannst diese Karte von einem Friedhof verbannen, zerstöre jedes Monster. Okay, nett, aber ja. Upsi, Ungeheuer ist hier auch drin. So. Weiter geht's. Ich finde es wirklich, also, ist interessant. Sagen des Drachengeisters. Genau, das ist, wähle ein Drachenmonster, kontrollierst dein ATK, werden bis zum Ende des Spielzugs verdoppelt. Was echt nice ist. Und mit Exit noch was. Also, Drachen freuen sich darüber und das ist cool. McKnight, gelber Stern, nehmen wir auch mit. Kaiserliche Eisenmauer, eine gute Karte natürlich. Und Magie, gutes Schicksals. Da wird sich auf jeden Fall Sickle freuen. So, weiter geht's. Antike Findra, der zweite schon. Nehmen wir natürlich selbstverständlich mit. Rika nochmal. Labyrinthschatten. Also Labyrinthschatten. Dann auch das passende. Wir haben ihn! Schwarzglänzender Soldat, legendärer Schwertkämpfer. Und das Besondere bei ihm ist nämlich, der Gegner kann während der Battle Phase weder Karten noch Effekte aktivieren. Das ist sein erster Effekt. Aber sein zweiter Effekt ist noch krasser. Wenn diese Karte angreift,
Also, wenn diese angreifende Karte, die mit einem normalen Monster als Ritual beschworen wurde, ein Monster deines Gegners durch Kampf zerstört, kannst du alle Karten, die dein Gegner kontrolliert, ins Deck mischen. Ist nett, klar, mit normalen Monster ist jetzt nicht immer garantiert, aber ist halt schon nett, ne? Und ist auch das Cover-Monster, was eben drauf ist. Also wenn ihr nochmal guckt, da ist er und da ist dieser Torwächter. Ne, den haben wir noch gar nicht gezogen. Wir haben den, doch, das ist er hier, okay, das ist er hier. Okay, wir haben ihn nicht gezogen. wir haben ihn gezogen. Oh, jetzt verwirre ich mich hier schon. Selbst, Rückkehr haben wir, Labyrinthmauer, wie gesagt, keine schlechte Karte an sich. Und, Evolutionsausbruch. Die Karte ist richtig krass eigentlich. Ist halt für Cyberdraben. Also, füge deiner Hand eine Überlastfusion von deinem Deck hinzu. Klar, mit Überlastfusion kannst du nicht nur Cyberdrachenfusion rufen. Ist mir klar. Also, es geht auch für andere Decks. Falls du dieses Spielzug ein Monster mit Überlastfusion als Fusionsbeschwörung durchführst und dafür 6 oder mehr Materialien verwendest, kann jedes Monster in denselben Spielzug in jeder Battlephase in Anzahl Male bis zur Anzahl der Monster angreifen, die diese Fusionsbeschwörung verwendet haben. Für den Rest des Spielzugs, nachdem er aufgelöst wurde, kannst du kein Monster Spezialbeschwörung beschwören, außer durch Zauberkarteneffekte. Ja, ne, ich meine, klar, damit ist natürlich Chimera Overdrache gemeint und damit können wir ganz schön oft angreifen. 6 Stück ist auch wirklich krass. Einfach 6-mal angreifen. Was ist hier? Passt natürlich, ne? Passt natürlich sehr, sehr gut hier rein. Non-Torwächter. Noch ein roter. Kosten verringern. Oh, die finde ich wirklich gut. Und. Ja, der ist, glaube ich, auch irgendwo auf der Box zu finden. Vom Artwork her, glaube ich. Irgendwo zumindest. Ist ja, glaube ich, verbuddelt. Da haben wir die Ritualzauberkarte für Schwarzglänzen, ne? Die halt eben schon getan hat, Zeiten aufzusteigen. Genau, das ist für Drachensynchro. Allgemein, Drachensynchro bekommen ja sehr viele Karten jetzt. Ich meine, ist natürlich passend an. Feierliches Urteil in Super Rare. Oh, Good Old Days. Ach, das gefällt mir. Feierliches Urteil gefällt mir. Ist ein Super Rare auch wirklich schick. Ist wirklich schick. Gefällt mir wirklich sehr gut. Das ist die vierte jetzt. Das haben wir komplett. Antiker Feendran, der dritte auch an dieser Stelle. Das heißt, wir haben... hatten wir den jetzt schon? Nee, das ist sogar was anderes. Ich habe gesagt, man sieht den auf dem Cover. War einfach falsch. Man sieht den auf dem Cover. Okay, müssen wir lesen. Okay, du brauchst alle drei. Musst beschworen werden, indem du oben aufgeführten Karte von der Hand oder Spielfeld... Von deiner Hand an der Spielfeldseite auf Friedhof verbannt. Warte, habe ich das die ganze Zeit falsch gelesen? Ja. Die du kontrollierst. Nee, kontrollieren. Und hier? Verbannen von? Kontrollieren. Okay, von der Hand. Game Changer, definitiv. Von der Hand ist natürlich viel, viel leichter. Indem du von deiner Hand an der Spielfeldseite oder dein Friedhof verbannst. Game Changer auf 100! Okay, krass. Während deiner Main Phase, wenn dein Gegner eine Karte oder einen Effekt aktiviert, die oder der eine oder mehr Karten, die du kontrollierst, als Ziel wählen, Schnelleffekt, du kannst jenen Effekt annullieren. Falls du dies tust, zerstöre jene Karte. Okay, du kannst den Effekt von ihnen nur einmal pro Spiel zu verwenden. Falls diese offene, als spezielle Karte, die ihr Besitzer kontrolliert, das Spiel verlässt, kannst du ein Torwächtermonster der Stufe 11 oder niedriger als spezielle von deinem Deck oder ein Extra-Deck beschwören, ungeachtet deiner Beschwörungsbedingungen. Hätte ich mir mehr gewünscht. Aber ist einfach zu beschwören. Gefällt mir. Das gefällt mir auf jeden Fall. Er ist wirklich leichter. Viel zu viel leichter zu beschwören. Als natürlich der originale Torwächter. Das ist natürlich. Flinke angelandet. Nummer 2. Finde ich gut. Sprite freut sich immer noch. Dann haben wir. Schwerer Labyrinthpanzer. Ja, komm. Also Labyrinthpanzer, wer das nicht kennt. Du kannst diese Karte als normal beschwören, ohne Rüttern zu bieten. Nice, passt natürlich. Diese Karte kann nicht in den Spielzug angreifen, indem sie normal beschworen wurde. Das ist ärgerlich. Während der Main Phase, du kannst eine andere Sange des Donners, Karte verbannt ist oder sich in der Hand oder im Deck befindet, offen als permanente Zauberkarte legen. Dann, falls du Labyrinth-Karte kontrollierst, kannst du ein Monster zerstören, das dein Gegner kontrolliert. Jetzt macht das alles Sinn. Du legst ihn jetzt Zauber- und Fallenkartenzone, um sie dann für die Fusion zu verbannen. Weil du kontrollierst sie auch, aber eben nicht als Monster, sondern als Zauber- und Fallenkarten. Gefällt mir wirklich. Also, da hat man sich was gedacht. Chaosform, Überlastfusion. Torwächter. Ja, das ist super gut. Die nächste und die hatten wir jetzt auch schon. Ich glaube, jetzt haben wir auch wirklich so gut wie alle durch. Wird vielleicht der ein oder andere nochmal sein, den wir jetzt ja lesen müssen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir alles.
Natürlich, es kann ja sein, dass hier irgendeine. Auf die Plätze fertig. Duell! Ja, da ist die D5-Dies-Karte, die ich meinte. Also, ich meine, ne, sieht man klar, es ist halt ein Turbo-Duell, ne? Wenn diese Karte aktiviert wird, falls du kein anderes Monster kontrollierst, du kannst deiner Hand ein Synchronmonster von der Decke hinzufügen. Und dieser Effekt ist schon super. Er searcht uns was, hilft uns eben, die passenden Elemente zu holen. Perfekt. Mehr brauchen wir schon gar nicht. Ja, aber sie kann noch mehr. Denn einmal pro Spielzug, während deiner Senpai-Phase, liegt eine Signalzählmarke auf diese Karte. Du kannst zwei Signalzählmarken von deiner Spielfeldseite entfernen und diese auf eine Karte auf den Friedhof legen. Ziehe zwei Karten, dann wirf eine Karte von der Hand ab. Super. Holt euch neben den Starter. Und dann könnt ihr spielen. Aber ihr könnt sie noch nutzen. Eben dann nach zwei Zügen könnt ihr eben zwei ziehen. Ist halt eben nett. Also, wahrscheinlich zerstört der Gegner die Karte vorher, aber es ist halt, es passt halt wirklich. Finde ich supi. So, weiter geht's. Es ist eine super rare. Finde ich, passt auch. Auf jeden Fall, oh, wow. Blumenbaronin! Welcome back! Warum sage ich welcome back? Ich habe bereits, die Karte schon mal gezogen, aber in einem anderen Set natürlich. Und jetzt ziehen wir sie jetzt nochmal. Blumenbaronin. Schön, dass du da bist. Ich habe dich vermisst. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Wirklich. Da haben sich auch viele drauf gefreut, dass die Karte hier drin ist. Und wir ziehen sie einfach. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich gut. Blue. Ist auch gut. Nochmal Blue. Und Avramax. Ja. Avramax. Ich sag's, Sprite gefällt das. Denn Avramax mit IP Mascarena in Sprite eine sehr, eine sehr schwierige Kombination. Wo man sagen muss, ist nicht so einfach gegen durchzukommen. Labyrinthpanzer kennen wir jetzt bereits. Ich glaube, wir haben jetzt fast alles. Fast alles. Ich glaube nicht, dass wir alles haben, aber zumindest fast alles. Chaosform. Das ist die Drachenkarte, genau. Orbital. Die den kennen wir noch nicht. Weiter geht's lesen. Ja, brauchen noch die anderen Teile, ist ja klar. Es sieht wie bei VWXYZ, habe ich ja gesagt. Muss das Spezialabschwung von Extra Deck beschworen werden, indem du die aufgeführten Karten verbannst, die du kontrollierst. Wieder kontrollieren. Aber wie gesagt, mit Zauber und Feingangszonen geht das natürlich halbwegs. Und zwar, was kann sie? Abruschizug, wenn er gegen eine Zauber- und Fallenkarte oder ein Zauber- und Fallenkarte auf dem Spielfeld aktiviert, schnell Effekt, du kannst jeden Effekt annullieren. Punkt. Nicht zerstören, nur annullieren. Okay, nett, kann man machen. Du kannst diesen Effekt von ihm nur einmal pro Spielzug verwenden. Zweimal pro Spielzug verwenden. Er kann zweimal negieren. Okay, das ist supi. Das ist super. Falls du auf eine Karte, ja, wieder das Spielfeld verlässt, kannst du dann zwei Spezialbeschwören. Nice. Gefällt mir, glaube ich, am besten von allen. Gefällt mir wirklich am besten, glaube ich. Auch zweimal. Stark. Wirklich, gefällt mir. Ich finde es allgemein schön. Oh, ich finde allgemein, dass man mehr damit arbeiten sollte. Mit twice by turn oder eben three by turn. Also dreimal, zweimal. Ist halt immer noch besser als quasi so oft wie du willst, ne? So ungefähr. Ja, von daher finde ich das gut. Zweimal ist ganz nett. König Erlass und. Warte, das ist das letzte. Das ist. Den haben wir auch noch nicht, oder? Doch, nee. Nein, doch, doch, das war der erste, okay. Das war der erste, den wir gezogen haben. Ich dachte schon, dass wir hier jetzt noch eine neue Karte haben. Okay, das ist ja super. Das ist wirklich gut. So, und jetzt müssen wir hier mal wieder alle Karten zusammenwurbeln. So, wubbel, wubbel, wubbel. Damit wir hier eben uns das Ganze nochmal in Ruhe angucken können, was wir hier so gezogen haben. Also erstmal per se. Torwächter-Support ist nett. Ich finde gut, dass man eben hier auf die Zauber- und Feindkarten setzt, beziehungsweise sogar einen Friedhof benutzt, beziehungsweise, dass man halt eben auf Fusionsmonster setzt. Also ich finde das wirklich echt angenehm. Ist ein cooler Ansatz, kann man auf jeden Fall machen. So, dann wollen wir das Ganze eben nochmal hier Stück für Stück durchgehen. Wie gesagt, die Fusion, wirklich nett. Kaiserliche Eisenmauer, auch nice drin. Chaosform nochmal, ist nie verkehrt. Es gibt Chaos-Mox-Karten, von daher passt das Ganze. Dann haben wir eben hier die einzelnen Karten, eben als Rare. Labyrinth-Panzer. Da weiß ich nicht so ganz, was ich von ihm halten soll. Artwork? 10 von 10, aber man hätte irgendwie so machen sollen, glaube ich, dass man ihn spezial beschwören kann, wenn man irgendeine Karte kontrolliert. Das wäre, glaube ich, dann besser. Angler, super, ne? Avramax, super. Baronin, oh, das ist natürlich 20 von 10, garantiert. Schwarzglänzende Fusion, auch super cool, auch Artwork. Ich finde den Effekt auch gar nicht schlecht, also der hat es in sich so, also wirklich. Dann nochmal Fusion, dann ebenfalls, ich finde es cool, dass man jetzt eben auch eine Field Spell hat, weil, ja, ist super, ne? Brauche ich drüber reden. Dann haben wir hier, wie gesagt, ist echt nicht verkehrt. Für Synchro-Decks natürlich, ne? Für was anderes passt das natürlich nicht. Dann haben wir die Fusion, noch ein Labyrinth. Feierliches Urteil, super rare. Gefällt mir auch. Feierliches Urteil, allgemeine Karte, die immer wieder ihr Play sieht. Man sagt, es ist eine uralte Karte, aber die Karte ist halt super stark, super gut. Und wird noch halt eben sehr vielen Side-Decks benutzt, eben um, wenn Going First geht, eben die Karte reinzupacken. Passt von daher super. Evolutionsendausbruch. Haben wir jetzt auch. Nice. Überlastfusion ist damit super. Umso besser. Torwächter, antiker Feendrache, ist hier drin.
mit dem richtigen Text. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Antika Fehnder. Die Karte ist wirklich nicht schlecht. Gefällt mir auch. Passt vor allem jetzt von dem Thema. Dann einmal Rika Glanz. Passt natürlich auch, weil hier allgemein Rika-Karten drin sind. Und das war's dann. Dann haben wir nochmal hier dreimal den Gummo. So, machen wir noch hier eben Highlights. Highlights für mich. Eigentlich, ja doch, Rika Glanz ist schon Highlight. Kann man definitiv so sagen. Evolutionsbruch ist auch für mich ein Highlight. Dann ebenfalls der glänzende Baronin Avamax. So, alle Karten einfach. So, fertig. Nee, so, machen wir so ein bisschen hier verstreut. Und ja, Leute, ist nicht scharf. Ich habe diesmal was anderes versucht. So, jetzt ist es scharf und fertig ist das Ganze. Ja, gefällt mir wirklich sehr gut. Ist wirklich ein nice Set. Wir haben hier halt gute Karten, gute Karten eben natürlich auch für die aktuellen Turniere. Aber was wir auch haben, sind eben Karten, die schön an die gute alte Zeit erinnern. Beziehungsweise Torwächter eben, was auch sehr cool ist. Einfach, ja komm, Torwächterkarten, ne, kennen wir alle. Sogar, also wirklich, ne, also man hat sich da was bei gedacht. Gefällt mir halt wirklich gut. Und Antiker Feendrache, welcome back. Ich freue mich wirklich, dass die Karte zurück ist. Ist auch eine nice Karte. Und eben jetzt wieder spielbar. Und ich denke, das ein oder andere Deck wird diese Karte eben spielen und wird sich wirklich freuen, dass er zurück ist. Und ich freue mich auch eben, dass die zurück ist. Ja, Leute, erstmal nochmal, wie gesagt, Riesendank an Konami, dass ich eben hier das Ganze früh öffnen durfte. Ich hoffe, das Opening hat euch wirklich gefallen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und natürlich viel Spaß beim Duellieren.